Kostenorakel. So teuer soll die neue U5-Linie werden. Wolfsichtung. Raubtier reißt mehrere Kühe in Stade. Lego-Steine. Das neue Discovery Center erhält große Steinlieferung. Es ist das Hamburger Jahrhundertprojekt, mittlerweile unter der Führung von Bürgermeister Tschentscher. Die U5, grundlegend wichtig für die Mobilitätswende und ein Projekt, von dem die ganze Stadt profitieren soll. Die U5 wird aller Kritik zum Trotz kommen. Koste es, was es wolle, und es will wohl einiges kosten. Zwischen 14 und 16,5 Milliarden Euro beanschlagt der Senat unter Berücksichtigung der Inflation. Trotzdem soll das Zukunftsprojekt eine gewinnbringende Investition werden. Für jeden Euro, den die U5 kostet, gibt sie 1,23 Euro zurück. So soll es ein unabhängiges Gutachten festgestellt haben. Eine wichtige Zahl, denn von ihr hängen auch mögliche Förderungen des Bundes ab. Förderfähig sind bis zu 75% der Kosten, die anerkannt werden. Und insofern ist das ein erheblicher Teil, der dann wirtschaftlich getragen wird vom Bund. Insofern eine sehr positive Nachricht, dass dieses wichtige Zukunftsprojekt für die Mobilität und den Klimaschutz in Hamburg eine sehr gute Kosten-Nutzen-Relation hat. Gestern schon wurde der erste Förderantrag von 1,9 Milliarden Euro beim Bund eingereicht. Die Stadt erhofft sich 70% davon, also 1,3 Milliarden, gefördert zu bekommen. Am ersten Teilabschnitt der U5 ab Bramfeld und Steishob, für den der Antrag gilt, wird immerhin bereits seit Monaten aktiv gebaut. Es ist wichtig zu verstehen, dass wenn wir darüber reden, dass diese Beantragung ist unabhängig von der Inflation, das heißt spätere inflationsbedingte Preissteigerungen werden sozusagen dann zu einem späteren Zeitpunkt natürlich abgerechnet und anerkannt, aber mit in diese Betrachtung mit einbezogen. In die große Zahl von 14 bis 16,5 Milliarden sind voraussichtliche Kostensteigerungen bereits mit eingerechnet. Die beanschlagten Kostenstand heute liegen mit 8,8 Milliarden bei rund der Hälfte. Mit dem 11-stelligen Paukenschlag möchte sich Hamburg also wohl vor einem plötzlichen Kostenschreck schützen. In der Hansestadt ja nicht ganz unbekannt. Wenn man mal heute im Stand 2023 antizipiert und sagt, wie entwickeln sich eigentlich die Preise, über die wir reden, in den nächsten 15, 16, 17 Jahren, zu welchen Größenordnungen kommt das, wohl wissend, dass es Schätzungen sind. Deswegen ist nochmal wichtig für mich, dass Grün und Blau das ist, wenn ich heute vergeben würde, sind das die harten Kosten der U5. Um das stemmen zu können, hat Finanzsenator Dressel schon 2018 angefangen, Geld im Sparschweinchen zurückzulegen. Mit einem seitdem wachsenden Sondervermögen fühlt sich der Senat offenbar gut auf die Kosten der Zukunft vorbereitet. Als wir in 2018 ein Sondervermögen Finanzierung Schnellbahnausbau geschaffen haben, habe ich 50 Millionen im Haushalt zur Seite gelegt. Das war sozusagen der erste Beitrag, wie so bei einem Bausparvertrag. Wir werden bis Ende 2024 auf 1,9 Milliarden kommen und das Sparbuch wächst weiter. Wir gehen bis 2027 auf 2,3 Milliarden Euro. Die Linke übt indes erneut scharfe Kritik am U5-Vorhaben. 16,5 Milliarden Euro für eine U-Bahn, die erst in den 2040er Jahren fertig wird, sei ein viel zu hoher Preis. Für eine Klima- und Verkehrswende bräuchte Hamburg schnell ein viel größeres Bahnangebot. Erneut wird von den Linken daher eine Straßenbahn ins Spiel gebracht, die vom Bürgermeister ebenfalls erneut abgelehnt wird. Wir brauchen ein solches leistungsfähiges System. Und alle oberirdischen Lösungen haben diese Leistungsfähigkeit nicht. Deswegen bin ich froh, dass wir eben dieses leistungsfähige Netz schon haben. Wir brauchen aber diese zusätzliche Systemwirkung. Wir haben ja ein Ziel, wir wollen ja bis 2030 die Mobilität so verändert haben, dass wir überwiegend ohne Auto zurechtkommen können, wenn wir wollen. Die vollautomatische U5 soll mit einer Strecke von 25 Kilometern Länge von Bramfeld über die City Nord und das UKE bis zur HSV Arena führen. Rund 270.000 Fahrgäste sollen sie täglich nutzen. Im Landkreis Stade ist es erneut zu einem Wolfsangriff auf Tiere gekommen. Zwei Kühe wurden in der vergangenen Nacht angegriffen und getötet. Es sind grausame Bilder. Zwei leblose Kühe auf einer Weide in Wiepenkarten im Landkreis Stade. Sie wurden in der Nacht zum Dienstag offenbar Opfer eines Wolfsangriffes. Für die Umgebung in der jüngsten Vergangenheit kein Einzelfall.
In den letzten 3 Wochen kam es zu mehreren Wolfsangriffen auf Schafe. Rund 60 Tiere kamen bereits ums Leben. Das alles in einem Radius von weniger als 20 Kilometern. Nun sind erstmals Rinder betroffen. Der Elektrozaun der Weide konnte ihnen keinen Schutz bieten. Die Jägerschaft des Landkreises richtet sich nun an die Politik, fordert Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer auf, sich vor Ort ein Bild zu machen und die Landwirte zu unterstützen, damit solche Bilder nicht zur Alltäglichkeit werden. In der Hafen City entsteht aktuell das neue Lego Discovery Center. Am Dienstag wurden die ersten Steine für den neuen Indoor-Spielplatz geliefert. Ein wahr gewordener Traum für Kinder. Zehntausende Lego-Steine werden vor ihnen ausgeschüttet. Genug für stundenlanges Bauen. Auch wenn die Zeit dafür am Dienstag im Rahmen der ersten Lieferung für das Lego Discovery Center nicht ausreichte, schon bald kann in der Hafen City eine einmalige Lego-Landschaft bestaunt werden. Wir haben 12 Abenteuerbereiche für unsere Familien mit Kindern konzipiert. Das ist einmal eine abenteuerliche Zugfahrt mit dem Imagination Express durch eine XXL-Lego-Welt. Mein persönliches Highlight ist die Weltraummission. Da können Kinder Raketen und Raumschiffe bauen, die einscannen, digital ins Weltall schicken und damit so Joysticks andere Planeten erkunden. Über 2 Millionen Steine werden dafür verbaut. Neben einem 4D-Kino soll es auch zahlreiche Baubereiche geben, in denen die Kinder ihre Kreativität freien Lauf lassen können. Und während die Arbeiten im Westfield-Überseequartier in vollem Gange sind, legten die Kinder der Kita Wabe aus Langenhorn direkt an Ort und Stelle schon einmal los. Ich baue ein Haus mit Muskeln. Ein Haus? Mit Muskeln. Ich baue eine Spinne. Etwas ganz anderes, aber ich weiß noch nicht, was ich tue. Die Begeisterung der Kinder können die meisten Erwachsenen wohl nachvollziehen. Lego ist ein wahnsinnig emotionales Produkt. Ich glaube, wir haben alle Erfahrungen damit gemacht. Meine Kinder selbst spielen mit meinen alten Lego-Steinen, mit den alten Lego-Steinen von meinem Mann. Also ich glaube, solche Geschichten kennt jeder von uns. Im Frühjahr 2024 soll das Lego Discovery Center eröffnet werden. Bis dahin wird noch so mancher Stein bewegt. Am Dienstagvormittag ist es auf der Kieler Straße zu einem Unfall gekommen. Nach ersten Informationen der Polizei fuhr ein 53-jähriger Pkw-Fahrer stadteinwärts über die 3 Spuren der Gegenfahrbahn, kollidierte dann mit einem Laternenmast, verlor ein Rad und kam erst rund 100 Meter weiter zum Stehen. Der Mann wurde nicht verletzt, kam aber zur näheren Untersuchung in ein Krankenhaus. Da es bei dem Fahrer keine Hinweise auf Drogen oder Alkohol gab, prüfen die Ermittler nun, ob eine Erkrankung ursächlich für den Unfall war. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt, die Ermittlungen der Polizei dauern an. Doch kein Berufungsverfahren für Mitglied der letzten Generation. Der für Mittwoch angesetzte Termin zur Hauptverhandlung wurde nach Angaben des Hanseatischen Oberlandesgerichts abgesetzt. Dabei ging es um die Berufung der Angeklagten M, die im Zuge einer Aktion der letzten Generation im Juni 2022 das Audimax der Uni Hamburg mit Farbe besprüht haben soll. Bei der Aktion damals soll ein Sachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro entstanden sein. In erster Instanz wurde die Angeklagte zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen verurteilt. Eine entsprechende Berufung wurde nun zurückgenommen. Mehrere Medien hatten zuletzt von einer Spendensumme im 6-stelligen Bereich für die radikale Klimabewegung berichtet. Am Montagabend ist in der Fischauktionshalle der Hamburger Gründerpreis 2023 verliehen worden. Der Hauptpreis für das Lebenswerk ging an den Unternehmer und Ehrenbürger Michael Otto. In der Kategorie Aufsteiger wurde der Spieleverlag D&R Denkriesen aus Quickborn ausgezeichnet. Existenzgründer wurde das 2021 gegründete Cleantech-Startup 1,5 Grad. Die Gründerpreisträger verbinden unternehmerischen Erfolg mit gesellschaftlicher Verantwortung, heißt es von HASPA-Vorstandssprecher Harald Vogelsang. Der Gründerpreis wird jährlich von der HASPA, der Handels- und Handwerkskammer, Studio Hamburg, dem Abendblatt und Hamburg 1 verliehen. Es wird noch einmal deutlich wärmer bei uns und damit herzlich willkommen zu den Wetteraussichten.
Ehemalige Hurrikane bringen uns nochmal die Warmluft nach Norddeutschland. Ex-Hurricane Lee, Ex-Hurricane Margot sorgen zusammen, dass wir mit einer südwestlichen Strömung sehr warme Luftmassen nochmal aus Südwesteuropa bekommen, sodass die Temperaturen ansteigen und wir ja sogar ein bisschen goldenes Septemberwetter bekommen. Die Temperaturen in der Nacht bei 15 Grad, es ist nicht allzu frisch, es weht ein frischer und in Böen starker Wind aus Südwest und der bringt diese wärmere Luft zu uns, sodass der Tag morgen meistens freundlich und trocken sein wird mit 6 Stunden Sonne. Ein schöner Septembertag. Allerdings, der Wind ist doch ziemlich frisch. Die Tagestemperaturen bei immerhin 23 Grad. Abendliche Werte bei 19 Grad, das lässt sich gut ertragen. Niederschlag ist da weit und breit erst einmal nicht in Sicht. Und der Mond nimmt auch schon ein bisschen zu. 26% von ihm ist schon wieder zu sehen. Die Temperaturen in der Nacht zum Donnerstag bei 15 Grad. Richtig mild wird es dann am Donnerstag selbst. Da steigen die Temperaturen auf 24 Grad an. Abends und in der Nacht einzelne Schauer und Gewitter möglich. Freundliches Wetter mit einzelnen Regenschauern dann am Freitag. Die Temperaturen allerdings gehen zurück. Es wird auch deutlich windiger. Und das Wetter wird deutlich wechselhafter. Am Wochenende Tagestemperaturen dann bei 18 bis 19 Grad. Es gibt ein bisschen Sonne zwischendurch, aber die Regenschauer, die zeigen sich eben dann auch. Diese Wechselhaftigkeit erhält das Wetter in den kommenden Tagen. Mit den Aussichten wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und kommen Sie gut durch die Nacht.